Im ehemals geheimen Flugtestcenter Tschukowski nahe Moskau erwacht ein einmaliges Flugzeug des Kalten Krieges aus dem Winterschlaf. Cheftestpilot Sergei Borisow bereitet sich auf den ersten Start der Tupolev 144 vor. Der lange verbannte Überschall-Airliner, der einst als Botschafter der Zukunft bezeichnet wurde, ist zurück. Die Flugmannschaft überprüft die Instrumente und führt vor dem Start noch ein paar letzte Checks durch. Die Überprüfung ist positiv und Borisow geht auf volle Kraft. Die Tu-144 rollt an. Die Maschine jagt die Startbahn entlang. Sie ist Ausdruck einer Allianz zwischen den USA und Russland, den ehemaligen Gegnern aus den Zeiten des Kalten Krieges. Schon seit den Anfängen der Luftfahrt zeigten die Russen großes Interesse an der Fliegerei. Zar Nikolaus II. Entwickelte schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Leidenschaft für diese neue Technologie und veranstaltete in der Nähe seines Palastes diverse Flugvorführungen. Die Fliegerei galt als modern und Flugzeuge wie dieser französische Eindecker Blériot waren eine Sensation. Die unendlichen Weiten Russlands machten die zivile Luftfahrt für dieses Land unentbehrlich. Schon in den frühen 20er Jahren trugen speziell erneuerte Flugzeuge wie die deutsche Junkers Passagiere von Moskau nach Gorki. Zu dieser Zeit machte der junge Ingenieur Andrei Tupolev von sich reden. Sein Mentor Nikolai Tschukowski erkannte das Talent des jungen Mannes sehr früh und übertrug ihm die Verantwortung für die technische Abteilung seines Labors, dem Zentralinstitut für Aero- und Hydrodynamik. Durch das Studium ausländischer Konstruktionsmethoden lernten Tupolev und seine Kollegen alles über den Flugzeugbau. Deutsche Flugzeuge wie die Transportversion der Junkers modifizierten sie zu einer Serie hochmoderner sowjetischer Maschinen. Andrei Tupolev tat sich bei diesen Entwicklungen besonders hervor und war schon bald ein angesehener Mann. Tupolevs Genie entwickelte sich im Zentralinstitut für Aero- und Hydrodynamik immer weiter. Mehrere Flugzeuge, die alle seine Initialen ANT trugen, wurden unter seiner Leitung produziert. Die von Tupolev gebauten Flugzeuge wurden immer größer. Dank Stalins Industrialisierungsprogramm konnte er sich schon in jungen Jahren als Produktionsleiter profilieren. Er entwickelte Flugzeuge von großer symbolischer Bedeutung, unter anderem die ANT-9, die bis nach Berlin flog, und die ANT-6, die sogar den Nordpol erreichte. Die Luftfahrt stand für internationalen Prestige und Tupolevs Flugzeuge dienten als Botschafter Russlands. Während der 30er Jahre brachen Tupolevs Entwicklungen mehrere Langstreckenrekorde in den USA. ...1932 gab eine Gruppe von Schriftstellern und Journalisten die Maxim Gorki bei ihm in Auftrag, um den berühmten Autoren und bolschewistischen Führer zu ehren. Im Jahre 1934 machten sich über 800 Techniker an den Bau dieser fantastischen Maschine. Der Auftrag bestätigte ein weiteres Mal Tupolevs Talent für den Bau mehrmotoriger Flugzeuge. Tupolev stand jetzt an der Spitze der russischen Luftfahrtindustrie. Man nannte ihn den großen Patriarchen. Der Autor Howard Moon hat sich intensiv mit den Leistungen Tupolevs beschäftigt. Fast jeder, der in den 30er Jahren irgendwas in der russischen Luftfahrt darstellte, hatte bei Tupolev gelernt.
Sein Entwicklungsbüro war so etwas wie der Prüfstand für junge Ingenieure, von denen später viele bei der russischen Luftwaffe eine große Rolle spielten, indem sie Kampfflugzeuge für den Kriegseinsatz bauten. Design your first aircraft or detail of that aircraft that then moved on. Many of these people, of course, were more important during the war. Die Maxim Gorki war zu dieser Zeit das größte Flugzeug der Welt. Als sie der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, waren Vertreter von über 100 Institutionen zugegen. Die auch als ANT-20 bekannte Maschine hatte ein Kino und eine Poststelle an Bord. Und das Innere war mit modernsten Möbeln ausgestattet. Das Flugzeug diente vor allen Dingen Propagandazwecken. Die riesigen roten Flügel waren mit markigen Propagandasprüchen versehen. Und den Zuschauern am Boden wurden Arbeiterhymnen geboten, die ihnen aus Lautsprechern im Flugzeug entgegenhalten. Das Flugzeug benötigte 8 Motoren. Im Frühjahr 1935 zeigte die majestätische Maxim Gorki anlässlich einer Maiparade noch einmal ihr Können. Bei diesem Schauflug wurde sie von einer Eskorte kleiner Jagdflugzeuge begleitet, um ihre Größe zu demonstrieren. Aber nur ein paar Wochen später stieß die Maschine während einer Flugshow mit einem Jagdflieger zusammen. Bei diesem, zur damaligen Zeit größten Flugzeugunglück aller Zeiten, kamen 56 Menschen ums Leben. Die Tragödie sollte ein Omen für die Zukunft Russlands und Andrei Tupolew sein. Das Grauen des Flugzeugunglücks verblasste neben dem Terror der Säuberungsaktionen von Josef Stalin. Dieser Mensch war völlig paranoid. Und es dauerte nicht lange, bis seine Terroraktionen auch den Bereich der Flugzeugentwicklung erreicht hatten. Tupolew wurde beschuldigt, die Pläne für einen seiner 2 motorigen Bomber an Willy Messerschmitt verkauft zu haben. Auf der Höhe seines Erfolges kam Tupolew ins Arbeitslager. Man ließ ihn nur am Leben, weil die russische Luftfahrt sein Talent nicht entbehren konnte. Einige seiner Kollegen hatten nicht so viel Glück. Viele von Tupolews Kollegen verschwanden in den Straflagern. Kam man beispielsweise nach Kolyma in Sibirien, lagen die Überlebenschancen nur bei ungefähr 50%. Im August 1941 brachen die Deutschen den Nichtangriffspakt mit Stalin und fielen in die Sowjetunion ein. Das Unternehmen Barbarossa schlug sofort eine Schneise in die schlecht vorbereitete Rote Armee. Bereits im Dezember hatten die Wehrmachtseinheiten die Vororte Moskaus erreicht. Josef Stalin war so besorgt, dass die Hauptstadt den Deutschen in die Hände fallen könnte, dass er die kriegswichtigen Industriezweige in den östlichen Ural verlegen ließ. Andrei Tupolew wurde in ein Entwicklungsbüro eingewiesen, in dem nur Strafgefangene arbeiteten. Die Lagerleitung gab ihm die Nummer 011, die von nun an auf all seinen Konstruktionszeichnungen auftauchte. Er entwickelte während seiner Gefangenschaft 2 motorige Jagdbomber, die auch noch in den 50er Jahren zum Einsatz kamen. Mit Hilfe des unbarmherzigen russischen Winters gelang es der Roten Armee, die Nazi-Invasion zurückzuschlagen. Der Mythos von Hitlers unbesiegbarer Kriegsmaschinerie war zerstört. Die Lage in Russland entspannte sich und Tupolew und seine Kollegen wurden freigelassen. Nach dem Krieg erhielt Tupolew seine Auszeichnungen zurück und wurde zum Generalleutnant für den technischen Dienst der Red Air Force ernannt. Trotz dieser Rehabilitierung sah sich Tupolew verstärkter Konkurrenz ausgesetzt.
Denn während des Krieges hatte sich eine ganz neue Generation von Ingenieuren etablieren können. Ein Ingenieur, der sich dabei besonders hervortat, war Sergei Iljuschin. Sein Entwicklungsbüro arbeitete sich von Jagdflugzeugen zur Konstruktion der Ziviltransporter IL-12 und IL-14 hoch. Diese Maschinen waren bis 1955 das Rückgrat von Aeroflot, der staatlichen sowjetischen Fluglinie. Josef Stalin unterstützte die Luftfahrt, hatte aber große Angst vor Abstürzen. Diese Paranoia hemmte die Entwicklung moderner Flugzeuge und legte den Ingenieuren immer wieder Steine in den Weg. Stalin ordnete an, dass kein Mitglied des Politbüros Flugzeuge benutzen durfte. Für Chruschtschow zum Beispiel war das sehr lästig, da er gern flog und nun leider auf die wesentlich langsamere Eisenbahn umsteigen musste. Das hieß, er konnte weitaus weniger Termine wahrnehmen. Für einen Staatsmann wie Stalin war diese Entscheidung sehr kurzsichtig. Anstatt neue sowjetische Flugzeuge zu bauen, erhielt Tupolev den Auftrag, den hochentwickelten Bomber B-29 von Boeing zu kopieren. Zu diesem Zweck wurde ein riesiges Entwicklungsprojekt ins Leben gerufen. Die Tu-4 genannte Maschine hatte zwar anfänglich mit ernsthaften Problemen zu kämpfen, wurde aber schließlich im Jahre 1947 fertiggestellt. Tupolev erhielt für seine Leistungen den Lenin-Orden. Josef Stalins Tod im Jahre 1953 war das Ende eines stürmischen Kapitels der Weltgeschichte. Endlich war die eiserne Herrschaft des Diktators gebrochen und es wurde Zeit für eine fortschrittliche Führung mit neuen Ideen. Nikita Chruschtschows Aufstieg war der Beginn einer neuen Ära. Brutale Regierungsmethoden gab es unter ihm nicht. Er wollte den sowjetischen Menschen neue Wege öffnen. Chruschtschow verstand die sowjetische Bevölkerung und fühlte sich den Menschen verbunden. Zu seinen Versprechen gehörten subventionierte Flüge, die es auch Normalsterblichen ermöglichen sollten, die zivile Luftfahrt zu nutzen. Die staatliche Fluglinie Aeroflot wurde demokratisiert und war jetzt nicht mehr allein der Elite des Landes vorbehalten. Im Westen war mittlerweile das Jet-Zeitalter angebrochen. Im Mai 1952 trat der erste Jetliner, die de Havilland Comet, den Dienst zwischen London und Johannesburg an. In den Vereinigten Staaten testete Boeing einen viermotorigen Pfeilflügeljet, aus dem die Boeing 707 entstand. Und bei McDonnell Douglas entstand der viermotorige Jetliner DC-8. Diese westlichen Entwicklungen revolutionierten die zivile Luftfahrt und brachten Millionen von Menschen ein neues Beförderungsmittel. Der sowjetischen Führung missfiel es, permanent von den westlichen Konstruktionen übertrumpft zu werden. Es war Zeit, den Westen einzuholen, und Tupolev bekam den Auftrag, einen viermotorigen Jetliner zu bauen. Die daraus entstandene Tu-104 versetzte die Welt in Erstaunen. Das Flugzeug wurde von Luftfahrtexperten als herausragende sowjetische Leistung bewertet. Zwischen 1955 und 1957 war die Tu-104 der einzige Jetliner mit regelmäßigem Flugplan. Der Kreml überschüttete Tupolev mit Lob. Und aufgrund dieses Erfolges begann der große Patriarch schließlich mit der Konstruktion der Tu-154. Im Westen beschäftigte man sich derweil mit dem SST-Konzept, das einen zivilen Luftverkehr mit Überschallflugzeugen ermöglichen sollte. Die NASA führte erste Tests durch, um die Realisierbarkeit des Konzepts zu prüfen. Das Vorhaben erregte in den späten 50er Jahren große Aufmerksamkeit.
Die Ingenieure bei Lockheed untersuchten die Strömungsabrissprobleme, die durch den hohen Anstellwinkel bei Start und Landung verursacht wurden. Dabei entdeckten sie ein tornadoähnliches Phänomen zur Stabilisierung des Flugzeuges, den Wirbel. Der Wirbel rotiert über der Tragfläche und verhindert den Auftriebsverlust, der bei Steilflügen auftreten kann. Eine einmalige Flügelkonstruktion, die als Doppel-Delta-Flügel bekannt ist, forciert das Entstehen dieses Phänomens. Die Boeing-Ingenieure lösten das Strömungsabrissproblem durch den Einbau einer Tragfläche mit variabler Pfeilung. 1957 hörte Chruschtschow von den westlichen Entwicklungen bei Überschalltransporten und entschied, dass die Sowjetunion nicht außen vor bleiben durfte. Er wandte sich an Tupolevs Schwiegersohn Wladimir Mjasitschew, einen jungen Ingenieur, der diese Herausforderung gerne annahm. Sein Entwicklungsbüro war 1951 mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet worden, einen Jetbomber zu bauen, der bis in die USA fliegen konnte. Zu diesem Zweck wurden über 100 Techniker aus anderen Entwicklungsbüros abberufen, um Überschallflugzeuge zu entwickeln, die auch sehr schnell in Produktion gingen. Für die russische SST-Variante sollten zivile Versionen dieser Maschine zum Einsatz kommen. Die Entwicklungen der Sowjets riefen amerikanische Verteidigungsexperten auf den Plan. Aber bald stellte sich heraus, dass die von den Entwicklungsbüros konstruierten Flugzeuge gar nicht in der Lage waren, nach Amerika und wieder zurückzufliegen. Chruschtschow war so wütend über diesen Fehlschlag, dass er Mjasitschew sofort entließ. Auch Andrei Tupolev zeigte großes Interesse an dem SST-Konzept. Er hatte viel über das Problem nachgedacht und war der Meinung, ein solches Flugzeug müsste als Passagierjetliner entwickelt werden. Chruschtschow hatte großen Respekt vor Tupolev. Er bewunderte ihn für seine Ideen und auch dafür, dass er Stalin die Stirn geboten hatte. Nach der Entlassung Mjasitschews wandte er sich daher an den großen Patriarchen, um das SST-Konzept zum Leben zu erwecken. Tupolev und Chruschtschow waren gut befreundet und hatten benachbarte Datschas am Schwarzen Meer. Als Tupolev ihm dort anhand einiger Zeichnungen im Sand erklärte, dass das neue Projekt ein technologischer Sieg für die Sowjetunion sein würde, hatte er den Auftrag in der Tasche. Im Jahre 1961 wurden im Tupolev-Entwicklungsbüro die ersten Studien für einen Überschalltransporter angefertigt. Dabei wurden mehr als 100 SST-Varianten in Erwägung gezogen. Tupolevs Sohn Alexei wurde zum Chefingenieur ernannt. Zur Entwicklung der Tu-144 wurde das umfangreichste aerodynamische Testprogramm in der Geschichte der sowjetischen Luftfahrt eingeleitet. Zur Realisierung des Projekts wurde alles genutzt, was der sowjetische Regierungsapparat zu bieten hatte. Dazu gehörte auch die Spionageabteilung. Um an Informationen über den Entwicklungsstand im Ausland zu gelangen, wurden Agenten des KGB und des Militärgeheimdienstes GRU in die westlichen Entwicklungsbüros eingeschleust. Im französischen Toulouse beispielsweise versuchten sowjetische Spione, das Concorde-Programm zu infiltrieren. Zuerst versuchte man, die Techniker zu einem Gratisurlaub in der Sowjetunion zu überreden. Als das nicht funktionierte, probierte man die Leute auf Empfängen schlichtweg zu kaufen. Das war nicht das erste Mal, dass die Sowjets durch Spionage versuchten, mit den westlichen Technologien Schritt zu halten. In den 40er Jahren stahlen sie bereits das Geheimnis der Atombombe. Und beim SST-Programm wurden ähnliche Methoden verwendet, mit einem Unterschied. Bei den Spionagebemühungen bezüglich der Atombombe und ihrem Versuch, die B-29 zu kopieren, liefen sie uns quasi nach. Aber bei dem SST-Programm wollten sie uns sogar überholen. And they had to face the same problems that we were facing at the same time.
Die Concordski war keine Kopie der Concorde. Sie war ein eigenständig entwickeltes Modell, dem die Concorde lediglich als Vorbild diente. Das hieß aber auch, dass sie sich mit ähnlichen Konstruktionsproblemen wie wir rumschlagen mussten. Also wurden Agenten in die Sud Aviation in Frankreich eingeschleust, um an bauliche Details zu kommen. Die erbeuteten Baupläne wurden in der Sowjetunion allerdings nur zu Vergleichsstudien verwendet. Einer der schwierigsten Punkte war die Flügelform. Im Gegensatz zur Concorde, die spitzbogenförmige Flügel hatte, lösten die Techniker das Strömungsabrissproblem bei niedrigen Geschwindigkeiten auf dieselbe Art wie Lockheed. Sie verwendeten einen sogenannten Doppel-Delta-Flügel. Eine weitere Herausforderung war die Entwicklung des Lufteinlaufkanals für den Motor. Jetmotoren können bei Überschallgeschwindigkeiten keine Luft aufnehmen. Sie müssen zunächst auf eine schallnahe Geschwindigkeit runtergefahren werden. Tupolev beschäftigte sich daher lange mit der Regulierung des Strömungsweges für die Ansaugleitungen. Schließlich wurde eine Reihe von Flügeln entwickelt, die in die Lufteinlaufkanäle passten und die Strömung verlangsamten. So etwas wie Vorbilder für einen Überschall-Airliner gab es damals nicht. Alles musste von Hand gefertigt werden und die Entwicklungskosten waren enorm. Ein Flugzeug wie die Tu-144 war bei längeren Überschallflügen immensen dynamischen Belastungen ausgesetzt. Es bedurfte intensiver Tests, um festzustellen, wie groß diese Belastungen tatsächlich waren und wie die Maschine damit fertig wurde. Beim Bau der Tu-144 galt es, die drei Grundsätze der zivilen Luftfahrt einzuhalten: Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Diese Punkte mussten bei allen Flugzeugkomponenten berücksichtigt werden, so auch beim Fahrwerk und bei der Hydraulik. Die Bauteile dafür konnten nicht einfach aus einem Katalog bestellt, sondern mussten extra angefertigt werden. Die russische Technologie auf dem Gebiet der Reifen war der im Westen weit zurück. Um dieses Problem zu lösen, wandte man sich wieder einmal den Agenten auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu. Der Pariser Aeroflot-Vertreter Sergei Pavlov heuerte einen Angestellten des Pariser Flughafens Le Bourget an, um Gummiproben der Reifen von der Start- und Landebahn abzukratzen. Als der französische Geheimdienst davon erfuhr, entschloss man sich, in die Offensive zu gehen. Die Franzosen spielten den Russen einfach einen Streich. Sie stellten in ihren Labors eine kaugummiähnliche Masse her, die sie den Russen als Reifenmaterial unterschoben. Die machten sich sofort daran, daraus Reifen herstellen zu wollen, und das ging natürlich gründlich daneben. Das Regime ließ daraufhin viele Leute entlassen und sogar gefangen nehmen. Es war ihre Art zu sagen: Wir wissen, was ihr vorhabt, und das lassen wir uns nicht gefallen. '67 war das SST-Rennen immer noch nicht entschieden. Die amerikanischen Entwicklungen befanden sich noch in der Entwicklungsphase, und zu diesem Zeitpunkt waren nur noch die sowjetischen und europäischen Maschinen im Rennen. Das europäische Flugzeug entstand in britisch-französischer Kooperation. Dabei waren die Bristol Aircraft und die Sud Aviation für das Flugwerk zuständig und die französische Firma SNECMA und die Bristol Motorabteilung von Rolls-Royce entwickelten den Olympus-Motor. Eine britische Avro Vulcane wurde zum Testmodell für die Olympus 593-Motoren der Concorde umgebaut. Größer als der ökonomische Gewinn eines Überschalltransporters war mittlerweile seine Bedeutung für das nationale Prestige.
Die Tupolevs standen unter großem Druck, die Tu-144 vor der Concorde zum Einsatz zu bringen. Immerhin hatte man sich nun für eine endgültige Konstruktion entschieden und der Bau des Prototyps ging gut voran. Die Sowjets hatten sich sehr bemüht, der Tragfläche der Tu-144 eine differenzierte Kontur zu verleihen. Man einigte sich schließlich auf eine S-Form, die besonders bei geringen und mittleren Geschwindigkeiten für starken Auftrieb sorgte. Die früheren Versionen des Flügels erbrachten nur bei Geschwindigkeiten über 2 Mach gute Leistungen. Am Bau der Tu-144 war aber nicht nur das Tupolev-Entwicklungsbüro beteiligt. Auch Iljuschin, Tupolevs größter Konkurrent auf dem Gebiet der zivilen Luftfahrt, war in das Programm involviert. Ebenso das Antonov-Entwicklungsbüro in der Ukraine, das bekannt für seine großen Transportflugzeuge war. Dort wurde die komplizierte Flügelstruktur entwickelt. Tupolev stand dabei an der Spitze. Selbst sein Widersacher Sergei Iljuschin arbeitete wieder für ihn. Der große Patriarch war endgültig zurückgekehrt und die sowjetische Luftfahrtindustrie empfing ihn mit offenen Armen. Die Ingenieure, die bei dem Programm mitarbeiteten, hatten fast alle in den 30er Jahren unter Tupolev Spitzenpositionen erreicht. Während des Zweiten Weltkriegs, als Tupolev in Ungnade gefallen war, hatten sie ihn zeitweise sogar ausgebotet. Als Tupolev aber Chruschtschow auf seiner Seite hatte, musste man sich ihm wieder unterordnen. Das gefiel einigen seiner Konkurrenten ganz und gar nicht. Und es gibt viele Hinweise auf Streits und Missgunst zwischen den Entwicklungsbüros. Ein Mann, dem die Vormachtstellung Tupolevs besonders missfiel, war Wladimir Mljasitschew. Der Ingenieur, der einst als Begründer des russischen SST-Programms galt, arbeitete nun ohne weitere Anerkennung in Tupolevs Entwicklungsbüro. Am 31. Dezember 1968 wurde der Tu-144-Prototyp aus dem Hangar im Tschukowski-Testflugcenter gerollt. In den Wochen zuvor war das Wetter sehr schlecht gewesen. Doch am letzten Tag des Jahres hatte sich der Nebel gelichtet. Die Sowjets hatten im Jahre 1965 auf der Pariser Flugshow angekündigt, die Tu-144 noch vor Ende 1968 in die Luft zu bringen. Dieser Tag war also die letzte Chance, ihr ambitioniertes Versprechen einzuhalten. Für den Fall, dass etwas schief lief, fand der erste Flug unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auf später veröffentlichten Fotos meinten westliche Beobachter, eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der Concorde festzustellen. Aber es gab einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Maschinen. Es heißt immer, die Sowjets hätten dieses und jenes kopiert, aber das stimmt nicht. Für unser westliches Ego mag diese Ansicht bequem sein, aber die Russen waren durchaus in der Lage, sehr gute und sichere Flugzeuge zu bauen. Das Tu-144-Programm war jedenfalls erfolgreicher als ähnliche Projekte im Westen. Am Tag des Jungfernfluges erschien auch Alexei Tupolev mit seinem mittlerweile 80 Jahre alten Vater auf dem Flugplatz. Andrei Tupolev hatte in seiner Laufbahn 120 Flugzeuge mit seinen Initialen starten sehen und dieser Jungfernflug war sicher einer der aufregendsten für den großen Patriarchen. Die Besatzung der Tu-144 bestand aus 4 Männern. Chef-Testpilot Edward Eljan, Flugingenieur Juri Seliverstov, Testleiter Wladimir Benderev und Co-Pilot Mikhail Koslov.
Der Tu-144-Prototyp war noch nicht druckfest. Deshalb trug die Mannschaft Druckanzüge und im Flugzeug befanden sich Schleudersitze. Die eigentliche Inneneinrichtung wurde erst später bei den Serienmodellen eingebaut. Edward L. Jahn und seine Mannschaft gehörten zu den erfahrensten Testpiloten der Sowjetunion. Trotzdem waren die Männer sehr aufgeregt, denn entgegen all der Flugsimulationen, Thermikanalysen und Testreihen waren doch viele Fragen offen geblieben. Die letzte Maßnahme vor dem Start war die Überprüfung der Vorflugcheckliste. Dann war es soweit. Alle Prüfungen waren abgeschlossen. Und Chefpilot L. Jahn signalisierte, dass die Tu-144 jetzt bereit sei, vom Boden abzuheben. Kurz darauf kam die Starterlaubnis vom Tower. Sanft hob die Tu-144 von der Startbahn ab und der welterste Überschalltransporter hatte seinen Jungfernflug begonnen. Auf den Monitoren im Kontrollzentrum trafen jede Menge Daten ein. Man hatte einen MiG-Jäger als Verfolgungsflugzeug mitgeschickt, der mit einer verkleinerten Version des SST-Flügels ausgestattet war und bereits als Testflugzeug gedient hatte. Stolz betrachteten der große Patriarch und sein Sohn vom Boden aus die Früchte ihrer Arbeit. Die Sowjetunion war ein riesiges Land mit 8 Zeitzonen. Mit der Tu-144 sollte die Flugzeit zwischen weit auseinanderliegenden Städten um die Hälfte reduziert werden. Ein Flug von Moskau nach Neu-Delhi hätte somit weniger als 2,5 Stunden gedauert. Von westlichen Luftfahrtexperten wurde der erste Flug der Maschine zurückhaltend bewertet. Sie waren generell der Meinung, dass die Tu-144 aufgrund des politischen Drucks zu früh gestartet sei und nicht genug Bodentests stattgefunden hätten. Der erste Testflug der Tu-144 dauerte 38 Minuten. Andrei Tupolev stand während des gesamten Fluges im eisigen russischen Wind und beobachtete seine Maschine. Die Sowjets hatten es geschafft. Das waghalsige Versprechen, das sie in Paris gegeben hatten, war eingehalten worden. Und die Mitglieder des Tupolev-Entwicklungsbüros galten als Helden, die die Concorde und damit den Westen besiegt hatten. Man war in Russland mit einem Gefühl von "Wir schaffen alles" an das SST-Projekt herangegangen. Die Maschine war die Antwort auf die Träume von Mechanisierung und Industrialisierung und sollte ein weiterer Schritt in die glorreiche Zukunft der Sowjetunion sein. Die Tu-144 hatte das SST-Rennen vorläufig für sich entschieden. Und kurze Zeit später sollte sie zum ersten Airliner werden, der mit einer Geschwindigkeit von 2 Mach flog. Diese Errungenschaft war der Höhepunkt in Andrei Tupolevs Karriere.
Die britisch-französische Concorde war der russischen Maschine allerdings dicht auf den Fersen. Während der Ausrollzeremonie am 2. März 1969 in Toulouse hoben britische und französische Regierungsvertreter die erfolgreiche Zusammenarbeit bei diesem Projekt hervor. Den Erfolg der Concorde haben wir Zehntausenden von engagierten Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern, Managern und Arbeitern aus unserer beider Länder zu verdanken. Im Gegensatz zur Tu-144 wurde das Ausrollen der Concorde von einer großen Zeremonie begleitet. Sie war ein Symbol des neuen Europa und Großbritanniens Eintrittskarte für den gemeinsamen europäischen Markt. Währenddessen brach die Tu-144 hinter dem eisernen Vorhang weitere Rekorde. Nach einigen Konstruktionsänderungen wurde sie zum ersten Airliner, der mehr als doppelte Schallgeschwindigkeit erreichte. Für diese Leistungen erhielt Andrei Tupolev seinen dritten Orden als Held des Sozialismus. Es war seine letzte Auszeichnung, denn kurz nach dieser Ehrung starb Andrei Tupolev. Mit seinem Tod endete auch die Erfolgsgeschichte der Tu-144, die einer Katastrophe zum Opfer fallen sollte. Doch zunächst wurden an der Maschine weitere Modifikationen für die Teilnahme an der Pariser Flugshow im Jahre 1973 vorgenommen. Die alljährlich stattfindende Flugshow sollte der Prüfstein für die Konkurrenzfähigkeit der Tu-144 werden. Hier traf sie zum ersten Mal auf die britisch-französische Concorde, um mit ihr um die Vorherrschaft bei Überschalltransporten zu kämpfen. Die Concorde flog als erste. Den Franzosen war klar, dass ihr nationales Prestige auf dem Spiel stand. Also erweiterten sie die Flugzeit ihrer Maschine auf 10 Minuten. Der elegante europäische Überschalltransporter hatte Heimvorteil und lieferte eine spektakuläre Vorführung, die das sowjetische Flugzeug unter erheblichen Druck setzte. Die Russen mussten sich sehr anstrengen, um die Europäer zu übertrumpfen. Aber schon vor dem Start lief einiges schief. Die französische Flugleitung wollte der Tu-144 nicht dieselben Flugbedingungen zugestehen wie der Concorde. Man kürzte die gut geprobten Vorbeiflüge der Maschine um die Hälfte. Außerdem fand sich die sowjetische Mannschaft, die für 12 Minuten Flüge trainiert hatte, auf dem ihr unbekannten Flugplatz nicht zurecht. Trotzdem zeigte der Pilot Mikhail Koslow zunächst eine spektakuläre Flugshow. Bei der Vorführung wurde gezeigt, wie sich die Tu-144 in starker Querlage und in Kurven bei geringer Höhe von Seite zu Seite wiegte. Nach einer Reihe eindrucksvoller Vorbeiflüge brachte Koslow die Tu-144 in einen Langsamflug und führte den sogenannten Warm Burner, einen extremen Niedrigflug, durch. Danach brachte er die Tu-144 mittels Nachbrenner wieder in einen steilen Steigflug. Dies sollte Koslows letztes Flugmanöver sein. Das Flugzeug explodierte und stürzte wie ein Feuerball auf das kleine Dorf Gossainville. Bei dem Unfall kamen die gesamte Mannschaft und 8 Menschen am Boden ums Leben. Hunderte wurden schwer verletzt. Es war eine Tragödie, die die Flugshow von Paris für immer überschatten sollte.
Eine sofort einberufene Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass die Mannschaft der Tu-144 sich aufgrund eingeschränkter Sicht an einer falschen Landebahn orientiert hatte. Aber das war nicht die einzige Störung während des katastrophalen Fluges. Wie aus dem Nichts war plötzlich ein Mirage-Jäger aufgetaucht, der auf Kollisionskurs war und die Tu-144 zu einem Ausweichmanöver zwang. Einige Leute behaupteten sogar, der französische Jäger hätte das russische Flugzeug aus einem ganz bestimmten Grund bedrängt. Es hat in letzter Zeit eine Menge Spekulationen gegeben, die in erster Linie von sehr fantasievollen Journalisten der Londoner Presse ausgingen. Das französische Jagdflugzeug war angeblich dort oben, um Fotos von der Tu-144 zu machen. Dem widerspricht aber, dass das russische Flugzeug so lange auf dem französischen Flughafen stand, dass es ein leichtes gewesen wäre, die Maschine dort zu fotografieren. Außerdem brauchte der französische Geheimdienst sicher keine Fotos mehr, um etwas über die Tu-144 zu erfahren. Der genaue Grund für den Absturz ist noch immer unklar. Einige geben der französischen Flugleitung die Schuld, weil sie die sorgsam geprobte Flugvorführung der Sowjets beschnitten hatte und die Mannschaft zwang, eine improvisierte Landung zu machen. Nach der Flugshow in Paris wurde das Tu-144-Programm von den Russen sehr halbherzig weitergeführt. Abgesehen von einigen kurzen Auftritten sollte die Welt nicht mehr viel von dem russischen Airliner zu sehen bekommen. Aber auch die europäische Maschine hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Dafür waren allerdings keine technischen Probleme verantwortlich, sondern gestiegene Ölpreise und der immer größer werdende Widerstand gegen die massive Umweltverschmutzung, die diese Flugzeuge verursachten. Der eigentliche Gewinner des SST-Rennens war die Firma Boeing. Ihre 747-Maschine erfüllte alle Anforderungen, die der internationale Markt an einen großen, sicheren Passagiertransporter stellte. Hinter dem eisernen Vorhang hatte man die Hoffnung auf einen zivilen Einsatz der Tu-144 aber immer noch nicht ganz aufgegeben und das Flugzeug ging in Serie. Die russische Fluglinie Aeroflot gab auch tatsächlich 30 Maschinen in Auftrag. Aber abgesehen von den Piloten flogen nicht allzu viele Menschen mit der Kongorski und der Airliner wurde trotz Werbemaßnahmen zu einem kommerziellen Misserfolg. Schuld waren starke Vibrationen und ein immenser Treibstoffverbrauch. Außerdem waren die Sitze unbequem und der Lärm der Motoren war auch im Inneren unerträglich. Die Tupolev-Ingenieure taten alles, um diese Mängel zu beseitigen. Aber eine Kombination von Unfällen und politischen Erwägungen besiegelte schließlich das Schicksal der Tu-144. Die Maschinen wurden zurückgezogen und das Programm eingestellt. Die Frage ist nicht, wieso sie aus dem Verkehr gezogen wurde, sondern warum sie sich überhaupt so lange halten konnte. Schließlich gab es in den 70er Jahren zwei Ölkrisen, denen das Konzept der Maschine in keinster Weise standhalten konnte. Meine Antwort lautet Brezhnev. Dieser Mann, der seine Senilität zum Schluss kaum noch verbergen konnte, war verantwortlich für die Fortführung des Programms. Das SST-Projekt überlebte ihn nur um ein paar Monate und stand stellvertretend für die Stagnation und Unflexibilität des gesamten Regimes. In den 90er Jahren erfuhr die Tu-144 allerdings eine unerwartete Wiederbelebung. Aufgrund einer russisch-amerikanischen Kooperation wurde die Maschine für eine Reihe gemeinsamer Tests der NASA und des russischen Schukowski-Flugtestcenters ausgewählt. Für das Programm wurde ein Tu-144D-Modell ausgesucht. Das D steht für Dalina, das russische Wort für Langstrecke.
Um den gewachsenen Anforderungen zu entsprechen, bekam die Maschine eine ganze Reihe neuer Flugkomponenten. Dazu gehörten neue Zweistromtriebwerke, die jeweils mehr als 24.000 Kilo Schub liefern. Zwischen den ehemaligen Gegnern ist eine neue Ära der Kooperation angebrochen. Gemeinsam wartet man auf den Tag, an dem es wirtschaftlich vertretbar sein wird, einen zivilen Hochgeschwindigkeitstransporter zu bauen. Im Langley-Forschungszentrum der NASA wurden intensive aerodynamische Tests durchgeführt. Dazu gehörten auch Strömungs- und Triebwerksstrukturstudien. Eine der wichtigsten neuen Flugtestkomponenten war dabei das digitale Damien-Beobachtungssystem, das die NASA als Ersatz für ein früheres analoges Modell entwickelte. Nach einer Demonstration vor russischen Wissenschaftlern wurde dieses System für die entsprechenden Testreihen in eine Tu-144LL eingebaut. ...1994 bereitete sich die Tu-144 auf ihren ersten Flug nach einer Zwangspause von mehr als 10 Jahren vor. Wie ein Phönix aus der Asche stieg Tupolevs Traum erneut in den Himmel auf. Es war ein sanfter Start und Cheftestpilot Sergei Borisow zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung des Flugzeuges. Mittlerweile hat die Tu-144LL 18 Flüge absolviert und weitere sind in Planung. Für die NASA ist die Maschine ein fliegendes Versuchslabor für Entwicklungen von Boeing, Pratt & Whitney und General Electric. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Tupolev-Entwicklungsbüro und dem Chukovsky-Flugtestcenter durchgeführt. Mit der Tu-144 haben die Forscher die einmalige Möglichkeit, ihre Simulationen durch Tests in einem echten Überschall-Airliner zu ergänzen. Der Blick in die Zukunft ist hoffnungsvoll. Mithilfe der Tu-144 ist man den Geheimnissen des Überschallfluges ein ganzes Stück näher gekommen. Noch ist viel zu tun, aber gewiss ist, Tupolevs Concorde wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsflugzeugen spielen.